Also gut, ja, freut mich, dass so viele da sind, Anwesenden und Abwesenden. Ja, also wir sind jetzt immer noch bei dem vierten Teil, der sich in die Länge zieht. Und ich scroll jetzt hier einfach mal schnell durch die Folien, um nicht alles wiederholen zu müssen. Wir haben uns über die Datenlage interessiert. Wir haben uns über das Doppelspaltexperiment, über Schrödingers Katze, über Wigner-Freund, über merkwürdige Experimente, über die Observational Theories unterhalten. Wir haben das Divergenzproblem diskutiert und wir haben diese Experimente mit den pre-recorded Targets diskutiert. Die sind ja irritierend, weil sie deswegen, weil da eigentlich gar kein Signal sein kann und trotzdem ziemlich deutlicher Effekt auftritt. Und deswegen ist es eine philosophische Frage, sind wir vielleicht in einer Matrix, wo schon alles festgelegt sind und wir aufpassen müssen, dass wir keine Backward Causation machen, also Paradoxien interessieren uns. Und da haben wir einen interessanten Punkt diskutiert, nämlich die Frage, wenn da jemand sozusagen vorher interveniert, ob der dann sozusagen das Ergebnis verändern kann. Und das führte zu der Frage, ob das jetzt ein Experimentatoreffekt ist, aber diesen Pre-Inspector oder Checker, den könnte man natürlich auch durch einen Computer machen lassen. Und der hat ja nach heutiger Kenntnis kein Bewusstsein. Also eine spannende Frage, die uns noch beschäftigen wird. Und da haben wir zum ersten Mal den Begriff eingeführt, dass die Information, die jemand hat, der da in die Kiste reinschaut, dass es auf diese Information ankommt. Und die wollen wir dann in den nächsten Vorlesungen genauer besprechen. Das nennen wir pragmatische Informationen. Und hier ist schon mal verwendet der Begriff. Und die Folie werde ich dann auch noch mal zeigen. Dann haben wir hier die ganzen Sachen mit den Lieb-Experimenten diskutiert. Die Frage, ob wir eine Willensfreiheit haben oder überhaupt ein Bewusstsein. Darüber gibt es viele interessante Sachen. Dann haben wir die erstaunlichen Leistungen von Savants oder diskutiert und auch einen Film gezeigt und die Frage gestellt, was Evidenz ist. Und Evidenz ist ja, gehört zu den Qualia, ist eine rein subjektive Sache und das habe ich dann da ausgeführt an einem mathematischen Beweis. Und den versteht man oder versteht man nicht. Und dann bin ich auf die Experimente von Biermann eingegangen, der sowas wie ein Ereignis, ein Erwartungspotenzial festgestellt zu haben, glaubt, was vor der Beobachtung ist. Und das ist natürlich wieder etwas Nicht-Lokales. Und naja, dann haben wir uns darüber unterhalten, was nicht-lokale Korrelationen sind, also die nicht von Raum und Zeit direkt abhängen. Dann habe ich ja die Bell'sche Ungleichung dargestellt, dass und habe das sogar sichtbar gemacht. Das ist wirklich interessant und erstaunlich. Hier sieht man es nochmal. Und dann haben wir uns über verschiedene Interpretationen der Quantenphysik unterhalten. Und da war ich stehen geblieben bei dem absoluten Muss. Das ist Pflichtlektüre, wenn man meine Vorlesung weiter verstehen will. Dann muss man das Buch von Hartmann Römer sprechen, lesen und vor allem das Kapitel 13, weil er da auf den Physikalismus eingeht. Nämlich die Frage, bei den Observational Theories waren die meisten ja physikalistische Theorien, die davon ausgehen, dass man mit der Physik doch alles erklären kann. Also dass man auch die psychologischen Phänomene und natürlich auch die parapsychologischen physikalistisch erklären kann und dass man nichts anderes braucht als die Physik. Und das wird hier in diesem Kapitel ausführlich diskutiert. Und da möchte ich unbedingt darauf hinweisen. So, also jetzt gibt es natürlich, wenn wir davon ausgehen, mal vorsichtig, dass wir es hier nicht mit einem normalen Signal oder einer kausalen Wechselwirkung zu tun haben, wenn wir mal davon ausgehen, dass es die Psi-Phänomene gibt, dann muss man immer die ganzen Wenn und Aber sagen, dann ist natürlich die Frage, was kann man denn damit machen? Und hier steht schon mal was ganz Wichtiges. Und zwar ist es zunächst mal eine physikalische Aussage, die man auch nachlesen kann, auch in dem Buch von Hartmann Römer, dass man mit solchen nicht-lokalen Verschränkungskorrelationen keine Signale übertragen kann.
Und deswegen ist die Frage ja, was ist es dann? In den 70er Jahren gab es tatsächlich eine Reihe von Patenten, die wurden wirklich angemeldet und auch akzeptiert, wo Physiker wie Sarfatti und andere sozusagen ein überluminales Telefon sich haben patentieren lassen, wo man also sozusagen mit Überlichtgeschwindigkeit telefonieren kann, indem diese nicht lokalen Korrelationen verwendet werden. Aber der springende Punkt ist, das geht nicht. In der Physik kann man das beweisen und ich will das einfach mal zeigen. Wenn man hier so zum Beispiel ein Muster betrachtet, also diese Korrelationen sind, um es gleich zu sagen, nur Musterübereinstimmungen. Und diese Musterübereinstimmungen, muss man sehen, ja, wenn man die zusammenlegt, dann erst sieht man das Signal. Ja, also ich gehe nochmal zurück. Ja, so müsste eigentlich hier gehen, ja. Jetzt wird hier ein anderes Muster, ein scheinbar willkürliches Muster drüber gelegt. Und erst dann, wenn ich die beiden miteinander vergleiche, dann sehe ich, dass da Content, wie man auf Neudeutsch sagt, drin ist, ein Signal. Aber das ist natürlich nicht übertragen, sondern das ist durch Vergleich hergestellt. Also das sieht so aus. Ja, wir haben hier die beiden Muster. Wir vergleichen die miteinander und dann sehen wir, dieses Muster ist hier drin verborgen. Das habe ich natürlich so konstruiert, ist ja klar, damit man das sieht. Okay, jetzt machen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir schon sagen, ja, also das geht möglicherweise nicht alles physikalistisch, da werde ich dann im nächsten Teil ausführlich drauf eingehen, dann kann man aber zumindest auch schon sagen, innerhalb der Physik hat sich auch schon das Weltbild erweitert. Klassischerweise in der klassischen Physik haben wir sozusagen Systeme, die von kleinen, also kleinen Atomen bis zu kosmischen Dimensionen reichen. Dann kam die Quantenphysik dazu, die isolierte Systeme betrachtet hat. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Bisher, das habe ich dann auch immer so um die Ohren geschlagen bekommen, das Argument, ja, was wollt ihr mit der Quantenphysik in der Parapsychologie? Die Quantenphysik, da geht es doch nur um ganz kleine Teilchen. Und das ist mal nicht ganz richtig. Aber es geht um isolierte Systeme, also Systeme, die nicht mit der Umgebung in Wechselwirkung sind. Und die zeigen quantenphysikalische Phänomene und die können auch bei relativ großen Objekten auftreten. Das haben wir ja das letzte Mal diskutiert. Und jetzt, was da neu dazukommt, ist, das ist das Verhalten von komplexen Systemen. Das wurde zum ersten Mal relevant mit der sogenannten Chaostheorie von René Thom und dann vor allem in Stuttgart, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, mit der Theorie emergenter komplexer Systeme. Und das ist immer noch Physik. So, aber was eben schon vielen Leuten aufgefallen ist, und das schreibt Hartmann Römer auch im Vorwort, es gibt ganz offensichtlich phänomenologische Ähnlichkeiten zwischen der Quantenphysik und ganz bestimmten psychologischen Beobachtungen, also der Empirie. Und diese phänomenologische Ähnlichkeit, die führt uns natürlich dazu, dass wir fragen, naja, kann man vielleicht mit der Quantentheorie oder mit der Struktur der Quantentheorie mehr anfangen? Denn schließlich, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ist die Quantentheorie eine Theorie, die ist so allgemein, dass es praktisch kein physikalisches System gibt, von der Mechanik über die Elektrolehre, Wärmelehre, Akustik. Ja, selbst in der Kosmologie, wenn man an schwarze Löcher denkt, spielt die Quantenphysik eine Rolle. Es ist zwar immer noch nicht klar, wie man die mit der Relativitätstheorie verknüpft, aber die Relativitätstheorie, auch die allgemeine, ist eine klassische Theorie. Aber das ist jetzt ein Problem, was uns hier nicht kümmern muss, weil das ist einfach größenordnungsmäßig weit weg. Obwohl man auch hier sagen muss, wie zum Beispiel Bernhard Carr vertritt ja die Auffassung, dass man, wenn man die Quantenphysik und die allgemeine Relativitätstheorie zusammenbekommt, dass man dann möglicherweise auch eine Theorie für die Parapsychologie hat. Also ich persönlich halte es, naja, für, sagen wir mal, nicht ausgeschlossen, aber für unwahrscheinlich. Und der Grund, den möchte ich auch gleich sagen, alle psychologischen Phänomene, und da gehören die parapsychologischen dazu, die beziehen sich hier auf unsere Lebenswelt.
Und das Energiespektrum, mit dem wir hier zu tun haben, das sind Mikroelektronenvolt. Das ist also ein ganz schwacher Energiebereich, auch wenn manche dicke Muskeln haben. Aber das ist für die physikalischen Dimensionen in der Kosmologie oder auch in der Kernphysik ein Nichts. Also ich werde dann bei den Experimenten noch drauf zu sprechen kommen. Also zum Beispiel ein radioaktiver Zerfall mit Strontium, da fliegen die Photonen, also die Beta-Teilchen heißen die dort, mit 2 MeV Millionen Elektronenvolt raus. Da machen wir nichts mit, ja. Und deswegen ist es natürlich eine Frage. Es gibt formale Ähnlichkeiten. Wir kennen in der Psychologie natürlich auch stochastische Verhalten. Deswegen werden ja auch da ständig Methoden aus der Wahrscheinlichkeitstheorie verwendet. Wir wissen in der Psychologie, dass es keine rückwirkungsfreien Messungen gibt, obwohl man das sich immer einredet. Aber wenn ich jemandem einen Fragebogen gebe, ja, dann ist schon die Situation, dass jemand einen Fragebogen ausfüllen muss, natürlich eine ganz andere Situation als in der Lebenswelt, wo er vielleicht über sich nachdenkt. Und selbst, und das kam bei einer Untersuchung in Holland heraus, wo also Heiler irgendwie hinter einem verspiegelten Raum saßen, also so ein halbdurchlässiger Spiegel, und die Versuchspersonen haben gemerkt oder gespürt, ob da jemand dahinter ist oder nicht. Und das zeigt, dass offensichtlich auch in der Psychologie hier so was wie ein Beobachter und eine nicht rückwirkungsfreie Messung gibt. Die Reihenfolge der Messung, da werde ich noch drauf eingehen. Dann Quantensprünge. Naja, also jeder kennt den Heureka-Effekt, den Aha-Effekt, dass einem plötzlich was klar wird und vorher ist einem nicht klar und dann ist klar. Das sind also natürlich nur Analogien, das sind keine Quantensprünge, sondern das ist so ein stufenweiser Effekt. Dann gibt es auch so unscharfe Relationen, das werde ich noch ausführlich schildern, was das ist. Und es gibt auch das Problem der Nichtmarkierbarkeit. Also das ist eine sehr subtile Geschichte, da werde ich auch noch mal ausführlich drauf eingehen, weil die meisten Leute glauben, dass man alle Dinge markieren kann. Und das einfachste Beispiel, was mir da immer einfällt, ist, wenn Sie einen Geldschein haben in Ihrer Tasche, dann ist der Geldschein natürlich markiert. Der hat eine eindeutige Nummer. Und alle Geldscheine sollten markiert sein, und zwar eindeutig. Und wenn sie nicht eindeutig sind, dann ist es eine Fälschung, ja? Okay. Aber der Wert des Geldes, was man damit kaufen kann, der ist natürlich nicht markierbar. Der hängt nämlich vom Kurs ab. Und deswegen ist es eine sehr interessante Frage, ob diese Nichtmarkierbarkeit von Objekten nicht möglicherweise auch eine theoretische oder formale Berücksichtigung finden muss. Dann noch den Quanten-Zeno-Effekt, auch den will ich kurz beschreiben, den kennt man in der Psychologie auch. Also um es ganz einfach zu sagen, der Quanten-Zeno-Effekt meint, wenn ich fortgesetzt messe, dann verhindere ich, dass das System einen Zustandswechsel macht. Also im Laienjargon heißt das, ein Topf, den man ständig beobachtet, der kocht nicht. Das ist natürlich nicht wahr. Aber natürlich ist es in der Physik tatsächlich so, dass man einen Zerfall dadurch, dass man ständige Messungen macht, hinauszögern kann. Das wird als Quanten-Zeno-Effekt bezeichnet. Und das wird uns auch noch beschäftigt. Dann natürlich nicht lokale Zusammenhänge, das habe ich schon gesagt. Und dann last not least, das ist aber auch wichtig, dass Nichtlokalität, also diese sogenannte Verschränkung, ist keineswegs, so wie das immer gesagt wird, so eine Art Spezialität der Quantenphysik, die nur mit ganz kleinen und isolierten Systemen zu tun hat. Da kann man es zeigen. Aber die meisten Physiker, und ich gehöre auch dazu, nehmen an, dass die Nichtlokalität sozusagen universell ist, immer da ist. Also die Stabilität der Materie beruht nämlich darauf, wenn es diese Nichtlokalität, die hat da in der Physik verschiedene Namen, wie Austauschwechselwirkung und so weiter, wenn es die nicht gäbe, hätten wir keine stabile Natur, also keine stabile Materie. Und deswegen
nehmen die meisten Physiker an. Ich kann die Nichtlokalität, also die Verschränkungszusammenhänge, zwar nicht so einfach nachweisen, da muss ich mir große Mühe geben und es hat ja lange gedauert. Ich habe die Entwicklung wirklich mitgekriegt. Am Anfang hieß immer, das ist Spinnerei. Also Bell hat ja, haben wir ja gehabt, zwar ein Kriterium angegeben, wie man das testen kann, aber die Messgenauigkeit war am Anfang so schlecht, dass man diesen Unterschied zwischen der Verschränkungskorrelation und der klassischen Korrelation einfach nicht sehen konnte. Die Fehlerbalken waren zu groß. Und dann hat man sich in Aspekt, hat ja Nobelpreis dafür gekriegt, in Paris das eben hingekriegt, wirklich wiederholbar diese Experimente so zu machen, dass sie auf der ganzen Welt mittlerweile als Standard gelten. Also da wird jetzt nicht mehr gesagt, nee, das ist jetzt nur so hineininterpretiert. Die Nichtlokalität, die Verschränkung ist ein physikalischer Effekt. Und jetzt kommt das Entscheidende, das ist jetzt neu für unseren Zusammenhang. Wir gehen davon aus, dass diese Nichtlokalität, also diese Verschränkung, keineswegs so instabil ist, nur weil ich damit keine Signale übertragen kann. Aber das machen wir auch später. So, und jetzt haben wir ja genügend darüber erfahren, wie attraktiv das sein kann, die Quantenphysik sozusagen als heuristisches Mittel zu verwenden, um zu sagen, können wir da nicht irgendwie was draus lernen, was uns eine Möglichkeit gibt, diese paranormalen Phänomene zu verstehen. Und jetzt muss ich halt auch mal dazu sagen, und da muss ich den Eberhard lobend erwähnen, nämlich ich habe 1972 habe ich ein Paper verfasst, wo das eigentlich schon drinsteht, wie man das machen soll. Und ich habe Der Eberhard hat mir das erst neulich erzählt, das sollte eigentlich gar nicht gedruckt werden, aber er hat es gedruckt in unserer roten Zeitschrift, einfach so. Ja, und jetzt hat er das sozusagen, hängt ihm das an. Ja, ja macht ja nichts, da brauchen wir immer 100 Jahre dazu. Nee, und jetzt machen wir einen Zeitsprung bis 2002, da erschien nämlich dieses ganz wichtige Paper, und das ist natürlich jetzt wirklich die Sache fundiert dargestellt. Bei mir war das ja nur so eine Art Anmutung, ja. Und das ist dieser Artikel Weak Quantum Theory, Complementarity and Entanglement in Physics and Beyond von drei Autoren, Hartmann Römer, der Hauptautor, Harald Admansbacher und Harald Walach. Und was haben die nun gemacht? Die sind genau davon ausgegangen, dass nämlich die Quantenphysik so eine erfolgreiche Theorie ist, die überall funktioniert. Und dann wurde die Frage gestellt, was an der Quantentheorie kann ich weglassen, was physikalisch ist, und was bleibt dann übrig, was nur noch sozusagen systemisch ist, also was sich nur auf Systeme bezieht, aber gar nicht auf die Physik, nicht unbedingt auf die Physik. Und deswegen braucht man eigentlich nur drei Begriffe, die man da herausdestilliert, um daraus ein Prototyp einer parapsychologischen Theorie zu machen, die natürlich weit über die Parapsychologie hinausgeht, nämlich Beyond. Also das heißt auf alle Bereiche der Human- und Sozialwissenschaften. Das ist der Anspruch. So, und was ist ja nicht so schwer, was ist ein System? Ein System ist alles, was man vernünftigerweise beschreiben kann. Ja, ganz klar. Dinge, über die ich nicht reden kann, naja, das kennen Sie, Wittgenstein, da muss ich halt schweigen. Ja, da sage ich nichts dazu und das ist dann kein System. Aber alles, worüber ich sprechen kann, egal, ob das jetzt Kunst ist oder Psychologie oder irgendetwas, Musik kann es auch sein, da habe ich ein System vor mir und das kann ich definieren und beschreiben und kann es festlegen. Ein wichtiger Punkt, der wird uns auch noch beschäftigen, ein System hat immer einen Autor. Ein System ist immer ein Ausschnitt, da habe ich jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, aus der Natur. Es ist nicht die Natur als Ganzes. Auf diesen Punkt geht Hartmann Römer auch in seinem Buch ein, die Natur als Ganzes ist eigentlich ein Nicht-Objekt. Denn wann immer ich etwas beschreibe, beschreibe ich ja nur einen Ausschnitt aus der Natur. Ja, das ist eine philosophische Frage, aber das findet man bei ihm sehr schön dargestellt, sage ich jetzt mal so. Also ein System ist alles, was ich vernünftigerweise beschreiben kann.
durch irgendeine Beschreibungssprache. Das kann eine normale Umgangssprache sein, aber das kann natürlich auch Mathematik sein. So, und wenn ich jetzt ein System habe, also ich nehme jetzt zum Beispiel hier das IDPP als System, da kann ich mir natürlich überlegen, wie beschreibe ich das? Und da kann ich sagen, ja, jetzt, was interessiert mich hier? Zum Beispiel die Anzahl der Mitarbeiter oder der Rauminhalt des Gebäudes oder die Temperatur in den einzelnen Räumen. Das sind alles Aspekte, die ich als System darstellen kann. Und wenn ich mich aber mal festgelegt habe, also ich nehme jetzt mal hier die Anzahl der Personen hier im Raum, dann kann ich das feststellen, dass ich das System als Anzahl der Personen im Raum definiere, und dann kann ich eine Messung machen, indem ich abzähle. Aber ich muss was tun. Also das fällt nicht vom Himmel, sondern ich muss zählen. Und dann kann ich etwas über den Zustand des Systems sagen. Ich kann sagen, in dem Raum sind jetzt 7 Leute, ja? Und da draußen sind noch mehr. Und dieser Zustand definiert mir dann das, was ich gemessen habe. Das nennt man eine Observable. Also in dem Fall war die Observable die Anzahl der Personen hier im Raum. Aber die Observable könnte auch die Länge dieses Pultes sein. Ja? Okay. So, und immer wenn ich eine Observable habe, die muss ich natürlich definieren, ich muss sie festlegen, und da bin ich in einer gewissen Weise frei. Ich kann sagen, ja, mich interessiert jetzt die Länge dieses Pultes. Dann kann ich natürlich schauen, gibt es noch andere Observablen, die mich interessieren? Und da könnte ich sagen, naja, mich interessiert zum Beispiel das Gewicht dieses Pultes. Okay, soweit ist es ganz einfach. Auch da muss ich was tun. Wenn ich die Länge messen will, brauche ich ein Maßband, was ich anlege und dann ablese. Und auch da merken wir, das ist nicht so trivial, wie es erscheint. Denn es kommt auf die Genauigkeit an. Wenn ich eine Mikrometerschraube nehme, dann messe ich das mit einer größeren Genauigkeit, wie wenn ich ein Maßband nehme und ich mache dann 10 Messungen und dann kriege ich einen Mittelwert. Aber die Frage ist, ist es dann die Länge dieses Pultes? Also ich habe dann einen Mittelwert und sage ich, ja, das ist dann der Zustand des Pultes. Das haben wir auch schon diskutiert. So. Und dann könnte ich zum Beispiel ja, das Gewicht messen, dann muss ich das Ding auf eine Waage stellen. Auch da muss ich was tun. Und dann kann ich das Gewicht je nach Präzision der Waage feststellen. Bernhard K. hat in jungen Jahren das Gewicht der Seele messen wollen, indem er Menschen, die im Bett lagen, also geträumt haben, während dem Traum gemessen hat, wo die Seele den Körper verlässt. Und wenn sie dann aufgewacht ist, hat er wieder gemessen und hat einen signifikanten Unterschied festgestellt. Er sagt aber dazu, leider war die Genauigkeit der Waage so schlecht, dass man eigentlich nicht entscheiden kann. Aber man sieht daran, man kann so ein System nehmen und man kann Messungen vornehmen. So, wenn ich also jetzt die Länge des Pultes messe und das Gewicht, dann gehe ich davon aus, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt erst die Länge messe und dann das Gewicht oder umgekehrt. Ja? Aber es gibt natürlich jede Menge Observablen in der Physik, bei denen das nicht der Fall ist. Wenn ich also zum Beispiel die Geschwindigkeit eines Autos messe und ich messe seinen Ort, dann kriege ich was anderes raus, wenn ich erst den Ort messe und dann die Geschwindigkeit und umgekehrt. Ich meine, wenn man das dem Polizisten erzählt, wenn man geblitzt wird, wird er nicht beeindruckt sein. Der Unterschied ist so minimal, dass man ihn eigentlich nicht feststellen kann mit der üblichen Messgenauigkeit. Aber es gibt diesen Unterschied, und das ist ja die klassische Heisenbergsche Unschärferelation, die sagt, der Ort mal der Geschwindigkeit, ja, also die Ortsgenauigkeit und die Genauigkeit der Geschwindigkeit, die sind limitiert, also die sind nicht beliebig. Und das heißt, es hängt von der Reihenfolge der Messung ab. Und wenn ich sowas habe, dass eine Observable A und eine Observable B die Eigenschaft haben, dass die Reihenfolge der Messung einen Unterschied macht. Nur, das muss man immer empirisch feststellen, das fällt nicht vom Himmel. Dann spreche ich von Komplementarität. Also der Begriff der Komplementarität stammt ursprünglich von William James, also aus der Psychologie, das finde ich sehr interessant, und wurde dann in die Physik eingeführt. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus der Psychologie.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stimmungsfragebogen nehme, also gibt es einen, der heißt EWL, den habe ich auch bei meinen Experimenten verwendet. Da muss man dann ausfüllen, wie man sich gerade fühlt. Und da würde ich jetzt auch hier machen, da brauche ich gar keine Messung machen. Ich schätze das jetzt mal grob ab. Sie fühlen sich einigermaßen zufrieden, vielleicht ein bisschen gelangweilt, aber es geht Ihnen gut. Ja, wenn ich jetzt stattdessen einen Intelligenztest mache, so einen richtig scharfen mit Stoppuhr und so und schwierigen Aufgaben, dann kann ich auch sagen, was rauskommt, ohne eine Messung machen zu müssen. Naja, sonst wäre ich nicht hier. Hier liegen wir über dem Durchschnitt, das ist schon mal sicher. Okay, also das ist jetzt eine doch ziemlich deutliche Aussage. Jetzt ist aber vollkommen klar, wenn wir die Reihenfolge umtauschen, kriegen wir mit Sicherheit was anderes. Ja, das heißt, die Stimmung und die Intelligenz sind offensichtlich komplementäre Observablen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt darstelle, denn man muss außerdem noch zeigen, dass die natürlich nicht kausal voneinander abhängen. Aber die Fragebögen werden im Allgemeinen so konstruiert, dass sie das nicht sind. Also das ist das ganze Bemühen von Fragebogenerstellern, dass sie faktorenrein sind und nichts anderes eine Rolle spielt. Okay, also das wäre jetzt ein schönes Beispiel für Komplementarität in der Psychologie. Naja, und so weit, so gut und auch nicht schlimm. Aber was heißt das? Wenn ich sowas habe und ich habe Komplementarität, dann folgt daraus etwas, nämlich, dass es in dem System unter bestimmten Voraussetzungen, die natürlich noch beschrieben werden müssen, Verschränkung gibt. Also solche nicht lokalen Verschränkungszusammenhänge. Also Musterübereinstimmung unabhängig von Raum und Zeit. So, das ist die Kernaussage zunächst mal dieser verallgemeinen Quantentheorie. Wir werden im nächsten Teil noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also hier habe ich es jetzt mal zusammengefasst, das kann man dann nachlesen. Das lese ich jetzt hier nicht vor. Das ist im Wesentlichen das, was ich gerade eben erzählt habe, nochmal ausführlich dargestellt für die Leute, die es nachlesen wollen. Aber man findet es natürlich in dem Buch von Hartmann Römer. So, was bedeutet Komplementarität? Und jetzt hier Niels Bohr, was er dazu gesagt hat, dass er da zum ersten Mal festgestellt hat, dass in der Physik sowas wie Komplementarität auftritt. Das war so sein erstes Statement dazu. Ich lese es auch nicht vor, das kann man alles nachlesen. Und hier William James hat den Begriff, von dem hat er nämlich diesen Begriff der Komplementarität. Der hat eben in der Psychologie vermutlich bei Menschen, die, wie man heute sagt, dissoziative Störungen aufwiesen, auch so ein komplementäres Verhalten festgestellt. Und das ist eigentlich auch jedem klar. Es ist natürlich ein Unterschied bei zum Beispiel einer, sagen wir mal, eine Modediagnose, multiple Persönlichkeit, aber es kommt natürlich da auf die Reihenfolge drauf an, wie sich die zeigt. Und das hat William James beschrieben. Und deswegen kann man sagen, ist der Begriff der Komplementarität eigentlich aus der Psychologie entlehnt. Wie? Ja, ich glaube, so. Das müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Das weiß ich nicht auswendig. Okay, das kann man natürlich alles formal hinschreiben. Und für die, die gerne sowas haben, habe ich hier mal das einfachste physikalisches System hingeschrieben, was komplementär ist und Verschränkung zeigt. Das sind eben diese Spins, Spin-up und Spin-down. Und zwar der Gesamtspin gegen den Einzelspin. Das steht hier, aber damit möchte ich Sie verschonen. Aber das kann man einfach ausrechnen. Das war auch das, was Bell gemacht hat bei seinen Untersuchungen. Das hatten wir eigentlich schon. Also, die Reihenfolge der Messung spielt eine Rolle. Komplementarität heißt Inkompatibilität. Und jetzt kann man noch was feststellen, und das ist jetzt hier wichtig. Man kann feststellen, dass meistens, nicht immer, aber meistens, man kann zwei verschiedene Klassen von Observablen unterscheiden, die man einmal als globale Observable bezeichnet und die man als lokale Observable bezeichnet. Was das ist, das kann man an dem Beispiel sehen.
Eine lokale Observable wäre der einzelne Spin oder die Projektion des Spins von einem Elektron oder Photon oder was auch immer. Und die globale Observable ist der Gesamtspin des Systems. Also der bezeichnet einmal das Gesamtsystem und dann schaue ich mir die einzelnen Bestandteile des Systems an. Und wenn ich sowas habe, dass ich eine Größe, eine Observable habe, die sich auf das Gesamtsystem bezieht, das sind im Wesentlichen auch Energie, Impulserhaltungssätze in der Physik, und ich schaue mir dann die Sachen im Einzelnen an, dann kann ich meistens feststellen, dass sich die komplementär zueinander verhalten. Und deswegen ist diese Unterscheidung in globale und lokale Observable wichtig, weil bei den lokalen Observablen dann Verschränkung auftritt. Und das habe ich natürlich häufig in den Sozialwissenschaften. Wir können jetzt zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Ich habe meinetwegen in der Soziologie, ich beschreibe die Struktur eines Staates und da stelle ich fest, es gibt einzelne Parteien. Ja, das gehört in unseren Demokratien dazu. Und die unterscheiden sich natürlich, aber die stellen jetzt jeweils globale Observablen für die einzelnen Mitglieder dar. Und deswegen sind die einzelnen Mitglieder, das muss jetzt kein Parteienzwang sein, irgendwie miteinander sozusagen verbunden. Oder man kann auch sagen verschränkt, weil sie zum Beispiel die gleiche Meinung haben, die gleiche politische Meinung haben, weil sie sich in gleichen Situationen ähnlich verhalten, ohne dass es abgesprochen ist. Also das heißt, man kann gerade in nicht physikalischen Systemen globale und lokale Observablen sehr schön sehen. Und ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, was Sie vielleicht kennen. Das finde ich ganz lustig. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich glaube, Sie kennen diesen Herrn hier. Und jetzt mache ich aus dieser lokalen Observable, Sie können sich den ja ganz genau anschauen, eine globale Observable. Das kann man auf verschiedene Art und Weise erreichen. Einmal, indem man zwinkert mit den Augen und guckt, was man dann sieht. Oder, dass ich es einfach verkleinere. Jetzt mal sehen, ob ich das hinschaue. Dann schauen Sie mal genau hin. Okay, haben Sie es gesehen? Ja, wie heißt das Beispiel? Noch, ich mache es nochmal, weil es so schön ist. Na, wie heißt unsere globale Observable? Ja, genau. Also hinter jedem klugen Kopf, klugen Mann steht, das ist jetzt sexistisch, eine hübsche Frau, aber ich sage es jetzt mal, jedenfalls hier ist es so, ja. Okay, also jetzt kann man natürlich mal gucken, was es für Komplementaritäten in der Welt überhaupt gibt. Und da habe ich jetzt so eine Liste von verschiedenen oder ich sage mal besser, Kandidaten für Komplementarität. Denn im Grunde muss man das jetzt jeweils einzeln testen. Und das ist jetzt wichtig. Man kann nicht von vornherein wissen, ob irgendetwas komplementär ist. Also auch bei Ort und Impuls hat man das empirisch festgestellt. Und man war überrascht darüber. Also es ist nicht so, dass man hingehen kann und sagen, ach ja, das ist jetzt von vornherein komplementär, sondern das ist eine Frage der Empirie. Und das verrät natürlich dann viel über das System. Also jetzt hier in der Philosophie kann man zum Beispiel sagen, Substanz und Form, Causa Efficiens und Causa Finalis könnten komplementär sein. Eine atomistische und eine holistische Beschreibung, das liegt ja irgendwie auch nahe, habe ich ja gerade gezeigt. Das eine, die atomistische wären die lokale Beschreibung und die holistische halt das ganze große Ganze, vor allem in Esoterikkreisen beliebt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil nämlich häufig Menschen diskriminiert werden, nur weil sie die Welt holistisch betrachten. Das sollte man nicht tun. Die betrachten die halt von einem Blickpunkt sozusagen als globale Observable und andere, das sind meistens Wissenschaftler, die kausal reduktionistisch denken, die wollen das sozusagen im Detail sehen. Und möglicherweise sind ja beide Betrachtungsweise nicht falsch. Und das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Naja, also dann zum Beispiel Definitionen von einem Begriff und der Gebrauch von Begriffen. Das erleben wir jeden Tag. Klarheit und Wahrheit, naja, dann mal in der Systemtheorie. Jetzt wieder was Wichtiges.
Das wurde schon lange vor dem Paper von Hartmann-Römer diskutiert, ob Struktur und Funktion nicht komplementär sind. Da gab es also schon in den 70er Jahren Papers darüber in der Systemtheorie. Das kann man sich auch plausibel machen. Dann, das werden wir jetzt noch sehen, Autonomie und Reliabilität, also ein autonomes System, ja, das macht halt so, was es will. Das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Und ein reliables System, da weiß ich ganz genau, wie die Uhr läuft. Da kann ich reingucken. Erstmaligkeit und Bestätigung, komme ich noch drauf zu sprechen. Ja, statistische und deterministische Beschreibung. In der Quantenphysik ist es so, und so, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist natürlich ein Unterschied zwischen der thermodynamischen Beschreibung, wenn ich sage, ich benutze die Statistik nur, weil ich sozusagen mittle über viele Sachen, oder ob dahinter ein echter Zufall, also im Sinne der Quantenphysik, steht. Effektstärke und Dokumentationsgüte wird uns auch noch beschäftigen. Dann Komplementarität in der Psychologie, Neurologie und Kognition. Es ist ein heißes Thema, gerade was Artificial Intelligence betrifft. Kann ein Computer wirklich sozusagen eine richtige Kognition entwickeln oder gar Bewusstsein? Und kann man das sozusagen an der Hardware sehen? Also ich muss mich ja immer so ein bisschen um Verschwörungstheorien kümmern. Und da gibt es jetzt sozusagen die Wahnsinnsidee, die RNA-Impfstoffe würden das Denken der Menschen beeinflussen. Ja, wenn es so schön wäre, da wären alle Neurologen froh, aber das ist halt wirklich nicht so. Okay, dann die Komplementarität von bewusst und unbewussten, naja, von Denken und Fühlen, Wahrnehmung und Intuition, Erkennen und Ausdruck, Individualität und Gesellschaft, Gerechtigkeit und Güte, Egoismus, Altruismus, Freiheit und Verantwortung. Übrigens, die Beispiele habe nicht ich erfunden, ja, die können Sie auch beim Hartmann-Römer nachlesen. Also, und das ist noch ein Punkt, da wollte ich später drauf eingehen, aber das sage ich jetzt hier schon mal, das schadet ja nichts. Das Entscheidende von komplementären Observablen ist, und das habe ich bisher noch nicht gesagt, ist, dass man sie nicht auseinander ableiten kann. Das ist der entscheidende Punkt, weil die sind sozusagen, stehen für sich autonom in einer gewissen Weise, sind aber trotzdem, gehören immer zusammen. Also ich kann jetzt aus dem Denken das Fühlen nicht ableiten und ich kann aber auch aus dem Fühlen das Denken nicht ableiten. Und trotzdem, das haben wir bei dem Begriff der Evidenz gemerkt, wenn ich einen mathematischen Beweis mache, dann muss ich ja denken. Und dann muss ich jedes Mal mir sagen, aha, das ist richtig und das ist ein Gefühl. Also das heißt, die gehen immer Hand in Hand. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die gehören zusammen und trotzdem kann ich sie nicht jeweils aus dem anderen ableiten. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die uns noch später sehr beschäftigen wird. Gerade im Bereich der Soziologie oder im Bereich der Ethik spielt es eine große Rolle, dass man zum Beispiel Wertesysteme nicht einfach aus Nützlichkeitsprinzipien, das sind lokale Observablen, das wird niemand bezweifeln, ableiten kann und umgekehrt. Also das ist eine wichtige Eigenschaft, die einem auch sagt, es sind nicht Begriffe, die Gegensätze darstellen oder reziprok zueinander sind. Also je mehr ich denke, umso weniger fühle ich, das ist nicht der Fall. Sondern das geht miteinander, immer gibt sich gegenseitig die Hand und macht daraus was Neues und das ist eben das komplementäre System, das Gesamtsystem. Also ich meine, ich auch immer so die Matrix-Modifikation. Ja. Ja, das ist rein formal. Der Reihenfolge-Effekt, aber das kann ich jetzt auf viele dieser beiden, dieser Begriffspaare nicht anwenden. Also gut, wir gehen jetzt mal nicht auf die mathematische Repräsentation ein. Die ist ja nur dazu da, den Begriff sozusagen handfest zu machen in der Physik. Ja, da gibt es verschiedene Darstellungen, wie man das machen kann. Nochmal, das Entscheidende ist, das ist eigentlich das, was ich als die Heisenbergsche Unschärferelation bezeichnet habe. Wenn ich das eine sehr präzise messe, ja, zum Beispiel den Ort eines Teilchen, und ich messe danach die Geschwindigkeit, dann ist die Geschwindigkeit komplett unbestimmt. Da kriege ich dann eine große Varianz,
und wenn ich es umgekehrt mache, gerade auch so. Ganz ja? Mal am Beispiel Wahrnehmung und Intuition nochmal. Ja, also das habe ich gerade versucht. Also mit meinem Beispiel, dieses Beispiel mit dem Dreieck da ist eigentlich ganz gut, weil das ist ja auch ein Wahrnehmungsphänomen. Wie erkenne ich, dass die Winkelsumme 180 Grad ist? Da muss ich ja erstmal wahrnehmen und da kann ich das möglichst, ich hole es jetzt nicht wieder her, aber ich habe ja damals die Linien absichtlich ziemlich undeutlich gemalt. Ja, also ich habe das nicht mit dem Geodreieck gezeichnet, sondern ich habe das nur so von Hand hingemalt. Trotzdem, die Wahrnehmung, die nützt mir eigentlich nicht mehr viel. Warum? Weil da stimmt es auf keinen Fall, dass das 180 Grad sind, wenn ich es abmessen würde, wenn ich das nur freihand hinmal. Aber das Denken führt mich dazu, dass es so sein muss, weil ich eine Idealisierung vornehme. Die könnte ich aber nicht, wenn ich das nicht vorher gesehen hätte, das Bild. Ja, also der Beweis besteht tatsächlich in der Zeichnung. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wenn ich das eine präziser mache, das andere impräziser wird. Das andere war auch da. Das war auf der anderen Seite von der Folie. Wenn ich das jetzt ganz genau messe, also hinmale mit dem Geodreieck und ich messe es dann, dann kriege ich trotzdem eine Streuung. Und hat ja meine Enkeltochter auch so gemacht, die hat ja dann falsch gemessen oder konnte nicht genauer messen. Das heißt, die Wahrnehmung alleine nützt mir auch nichts. Also wenn ich das jetzt ganz ordentlich male und alles ordentlich ausmesse, dann kriege ich nie die 180 Grad. Bei der ungenauen Figur sehe ich aber ein, dass es tatsächlich 180 Grad sind. Da kann man sozusagen diese Komplementarität eigentlich ganz schön sehen. Das ist ja beides mal das Gleiche. Im einen Fall, also es ist eine Illustration. Ich meine, ich habe vorsichtigerweise gesagt, das muss man jetzt natürlich erstmal operationalisieren, dann muss man die richtigen Observablen finden und dann muss man schauen, dass sie komplementär sind. Also so geht's lege artis. Ich habe ja gesagt, es sind mögliche Kandidaten. Also für zukünftige Forschungsprojekte, das ist ja alles noch nicht gemacht. Ja? Aber im Prinzip könnte man es machen. Ja? Also ich habe ja jetzt Beispiele gebracht, noch und nöcher. Also das heißt, wir haben für die nächsten 100 Jahre beliebig viele Forschungsthemen. Weil wir einfach nur nachweisen, dass zwei Observablen, einmal eine lokale und einmal eine globale, die ja laufend irgendwo vorkommen, ob sie wirklich komplementär sind oder halt nicht. Also es gibt ja auch in der Physik Variablen, die nicht komplementär sind. Ja, es sind ja nicht alle komplementär, sondern es gibt ganz viele, die nicht komplementär sind. Okay, so, jetzt will ich das nochmal zeigen mit dieser verallgemeinen Quantentheorie, dass man vielleicht ein bisschen besseres Gefühl dafür kriegt. Es ist ein bisschen schwer. Da habe ich hier auf der linken Seite nochmal dieses Beispiel gebracht von dem Bell'schen Ungleichung, wo man zwei Messungen macht, da fliegt ein Teil auseinander und dann sind die unbestimmt, bis ich eine Messung bei A oder B mache. Ja? Also wenn ich die Messung mache, dann kriege ich meinetwegen den Spin in die Richtung und hier in die Richtung, spielt gar keine Rolle, also das hängt von dem System ab, aber erst im Moment, wo ich die Messung mache. So. Und jetzt versuchen wir das mal zu übertragen auf Emotionen. Also, das kommt häufig vor, dass jemand irgendwie komisch drauf ist und man fragt ihn dann, ja, was hast du denn? Und dann weiß auch nicht. Und dann denkt er eine Weile über sich nach und macht gewissermaßen eine innere Messung. Also das heißt, er schaut nach in seinem Innern, also das reine Qualia, also das ist ein rein subjektiver Vorgang und stellt da fest, naja, ich freue mich oder ich habe Angst oder ich bin traurig. Das Gewahrnehmen einer Emotion ist tatsächlich, entspricht einer Messung. Ja? Und jeder, der das mal bewusst angeht, wird auch feststellen,
dass eine Emotion zunächst mal diffus ist. Also man weiß zwar, irgendwie ist was, aber man muss sozusagen innerpsychisch eine Messung vornehmen und dann erst kann man sagen, wie es aussieht. Und das machen natürlich die meisten Leute ständig, ja. Aber wäre auch wieder ein interessantes Forschungsprojekt zu fragen, wann wird einem eigentlich gewahr, was für eine Emotion einem gerade befallen hat oder in welchem emotionalen Zustand ich bin. Vorhin mein Beispiel mit dem Fragebogen, ja, EWL, ist ja gerade ein Beispiel für so eine Messung. Da gehe ich die einzelnen Fragen durch, schaue in mich rein und sage, ah ja, ich fühle mich gut oder ich bin gelangweilt oder das und das und das. Also das heißt, ich nehme eine Messung vor und erst nachdem ich diese Messung vorgenommen habe, ist das System in einem bestimmten Zustand. Und vorher, Behauptung, hat es nicht diese Eigenschaft, einen bestimmten Zustand zu haben. Es ist unbestimmt. Also es gibt ja Leute, die die Quantenphysik so interpretieren, dass sie sagen, also philosophisch betrachtet, Objekte, die nicht gemessen sind, haben keine Eigenschaften. Also mir fehlt die Eigenschaft, eine Emotion zu haben, wenn ich nicht da reingeschaut habe. Also wenn ich mir nicht darüber im Klaren geworden bin, was diese Emotion ist. Das ist die Idee dabei, bei der verallgemeinerten Quantentheorie, dass ich also sozusagen auch innere Messungen mache. Und darüber kann ich ja sprechen und das kann ich mit Fragebogen abfragen. Also kann ich im Prinzip sowas testen. Ja, okay. Jetzt habe ich hier ein Beispiel, das habe ich von Bernhard Schlink aus seinem Buch, Roman Der Vorleser. Das ist ja ein Abitursstoff, glaube ich, immer noch. Wo es darum geht, dass eine Frau, die sich da immer vorlesen lässt von einem jungen Mann, den sie da aufgegabelt hat, die sich irgendwie eigentümlich verhält, bis eben herauskommt, dass diese Hanna, so heißt sie in dem Roman, eben ein schwerstes Verbrechen begangen hat zur Nazi-Zeit, dem sie da Menschen halt hat verbrennen lassen und so weiter. Okay, und ansonsten ist es eine ganz liebe und fürsorgliche Frau, die sich da um den Schüler kümmert und sozusagen als Dank muss er ihr vorlesen und lernt dabei noch einiges, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Jedenfalls schreibt er dann, als es dann zu dem Urteil, zu dem Verfahren kommt und wie gesagt, Bernhard Schlink ist ja ein Jurist, ich wollte Hannas Verbrechen zugleich verstehen und verurteilen. Aber es war dafür zu furchtbar. Wenn ich versuchte, es zu verstehen, hatte ich das Gefühl, es nicht mehr so zu verurteilen, wie es eigentlich verurteilt gehörte. Wenn ich es so verurteilte, wie es verurteilt gehörte, blieb kein Raum mehr fürs Verstehen. Und das finde ich eine sehr interessante Beobachtung, die tatsächlich diese Komplementarität ausdrückt zwischen Verurteilen und Verstehen. Das ist tatsächlich so und das ist ja auch eigentlich auch das, was man jetzt häufig findet, gerade bei schweren Verbrechen. Da gibt es dann zum Beispiel den Anwalt, der natürlich professionell für den Delinquenten reden muss. Und der versucht natürlich zu verstehen, warum der zum Beispiel einen Mord begangen hat. Und die Gesellschaft, die den verurteilen will, damit es nicht wieder passiert. Und man sieht da ganz deutlich, dass es hier zwei verschiedene Betrachtungsweisen sind von ein und der gleichen Sache, die ganz offensichtlich komplementär zueinander sind. Okay. So, also dann gibt es natürlich viele Anwendungen. Das muss ich jetzt hier nicht ausführen. Da sitzen die Fachleute hier vor mir, dass man also diese verallgemeinerte Quantentheorie durchaus zum Beispiel bei Prozessen diskutieren kann, wie Zeitwahrnehmung, oder bei der Wahrnehmung von ja, optischen Dingen, wie hier zum Beispiel diese Tänzerin. Da kann man viel Forschung machen. Ich will nur darauf hinweisen, dass also es nicht so ist, wie manche Leute behaupten, Kritiker der verallgemeinerten Quantentheorie, dass es da keine Möglichkeiten gibt, die empirisch mit in den normalen Wissenschaften zu untersuchen. Das will ich nur darauf hinweisen. Hier ist noch ein anderes Beispiel aus der Kognitionspsychologie, was mich sehr beeindruckt hat.
Das ist hier Potthos, Busemeyer und Design. Das sind also Sachen, die kann man alle nachlesen. Aber ich will, der hat auch, glaube ich, hier mal einen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht mehr, was hier oder an der Uni. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das sehr beeindruckt, dass er versucht, ein kognitionspsychologisches Problem, was bis dahin immer ein richtiges Rätsel war, mit der verallgemeinen Quantentheorie zu knacken. Und das hat scheint ganz gut funktioniert. Um was geht es? Um eine ganz einfache Sache, nämlich wenn man Leute fragt, wie ähnlich sind sich China und Korea? Ja, das kann man dann abchecken, da kriegt man dann eine schöne Verteilung. Und dann sagen halt die meisten Leute, naja, die ähneln sich zu 45%. Und wenn man die gleiche Frage stellt, angeblich die gleiche Frage, wie ähnlich sind Korea und China, kriegt man definitiv eine andere Verteilung. Und das macht zunächst mal keinen Sinn, wo man sagt, es ist doch genau das Gleiche. Wieso kommt da was anderes raus? Und die Leute hier, die Autoren, haben das dann tatsächlich ausgerechnet für solche kognitionspsychologischen Phänomene, die eben bis dahin eigentlich ziemlich unverstanden waren, und haben herausgefunden, dass man, wenn das mit der verallgemeinen Quantentheorie darstellt und ausrechnet, dass dann das Richtige rauskommt. Also es hat mich dann schon beeindruckt, dass man sowas machen kann. Okay, so, und jetzt machen wir einen Schnitt. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich habe jetzt noch 10 Minuten. Wie? Lohnt sich denn der Ansatz? Ja, weil ich das nächste Mal da nämlich richtig drauf eingehe. Ein Spezialfall dieser verallgemeinerten Quantentheorie ist das Modell der pragmatischen Information. Also da gibt es viel Literatur darüber, weil ich immer fleißig alles aufgeschrieben habe, wie sich's gehört. Das will ich niemandem zumuten. Aber es gibt so einen zusammenfassenden Artikel, der mittlerweile auch schon wieder veraltet ist, nämlich von 2015, The Model of Pragmatic Information, in dem Band, den der Ed May und die Sonali herausgebracht haben, in dem Extrasensory Perception und so weiter, ist natürlich in der Bibliothek. Und da kann man den Artikel nachlesen oder ihn bei mir anfragen. Da habe ich, was bis 2015 so ungefähr klar war, zusammengefasst. Mittlerweile würde da noch einiges dazukommen. Aber das will ich jetzt sozusagen einfach mal darstellen als ein Beispiel, wie man die verallgemeinerte Quantentheorie so ein bisschen, was ja so was wie ein Knochengerüst darstellt, sozusagen mit Fleisch anreichern kann, sodass daraus was Handfestes wird. Und dieses Modell besteht eigentlich aus nur 3 Sätzen. Dazu muss ich sagen, am Anfang hatte ich nur 2, bis mir eben aufgegangen ist, ohne den 3. kommen wir nicht aus. Ich habe schon ein bisschen darüber geredet, aber es wird gleich klar. Also die erste, und zwar ist es jetzt ein Modell für die parapsychologischen Phänomene. Ich möchte nochmal betonen, es ist ein Modell. Das heißt, es kann auch falsch sein. Ja? Aber, und das wird uns dann beschäftigen in der nächsten Vorlesung, es gibt ziemlich gute Hinweise dafür, dass das Modell nicht komplett falsch ist, würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Also der erste Hauptsatz, so nenne ich das natürlich in Angleichung an die Thermodynamik, da gibt es auch 3 Hauptsätze und das habe ich jetzt hier auch mal so genannt, ein bisschen hochtrabend, aber schadet nichts, sind einfach nur 3 einfache Sätze. Psi-Phänomene, also was wir da als Psychokinese, Telepathie, Präkognition, Retrokognition beschreiben, sind nach diesem Modell in Wirklichkeit nur Verschränkungszusammenhänge oder Verschränkungskorrelationen in psychophysikalischen Systemen, aber nicht in allen Systemen, sondern nur in bestimmten Systemen, die man als organisatorisch geschlossen bezeichnet. Was das ist, ist ein Begriff von Varela, das werde ich das nächste Mal ausführlich erklären. Und wodurch werden diese Systeme, habe ich ja vorhin gesagt, die müssen ja irgendwie definiert werden, die müssen ja irgendwie sozusagen beschrieben werden. Und wodurch werden diese Systeme erzeugt? Die werden erzeugt durch die pragmatische Information, die das System erzeugt. Und das ist ein Begriff, der stammt auch nicht von mir, der stammt von Ernst Ulrich von Weizsäcker. Und da habe ich mir den sozusagen übernommen, weil ich gesehen habe, das passt genau da rein. Und deswegen müssen wir natürlich darüber reden, was pragmatische Information ist. Ich habe es schon mal ein bisschen angedeutet. Pragmatische Information ist ein Maß für die Bedeutung einer Information. Und das wird das nächste Mal genauer noch beschrieben. Der zweite Hauptsatz,
der eigentlich die Dynamik macht des ganzen Systems. Und das ist natürlich etwas, was niemand gerne hat, sozusagen die schlechte Botschaft. Wenn das stimmt, dass wir es hier nur mit Verschränkungskorrelationen zu haben, ich sage immer nur, wobei das eigentlich Blödsinn ist, Verschränkungskorrelationen sind was sehr Mächtiges, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber wenn das tatsächlich stimmt, dann heißt das, dass die nicht so verwendet werden können, wie wir es gerne hätten. Und wenn man das aber trotzdem macht, also jeder Versuch, diese Verschränkungskorrelation zur Signalübertragung zu verwenden, also denken Sie an Sarfatis Patent, dann zerstört diese Aktion, das sagt dieser Satz aus, zerstört die Verschränkung, sodass am Schluss nichts übrig bleibt. Jetzt denkt man, das hat man ja damals, also ein Referee wollte mal einen Artikel im JP nicht publizieren, hat geschrieben, dem Lukadu seine Theorie ist nihilistisch und deswegen brauchen es die Parapsychologen nicht zu kennen. Hat er tatsächlich geschrieben und dann wurde das Paper abgelehnt. Aber ich habe es natürlich trotzdem irgendwo publiziert. Aber das hört sich absolut nihilistisch an. Denn wenn ich davon ausgehe, dass es Telepathie gibt, also sozusagen eine Information von einer Person zur anderen, und ich sage, immer dann, wenn du das gebrauchen kannst oder experimentell überprüfst, dann ist es weg. Das hört sich an wie ein Immunisierungsargument. Und das hat mir genau die Gewub um die Ohren geschlagen und hat gesagt, der Lukadu, der sagt ja nichts anderes als die Alpen, so haben sie es wirklich geschrieben, die seien, sagte Lukadu, aus bester Vollmilchschokolade. Nur wenn man danach gräbt, verwandelt sie sich in Stein. Aber jetzt muss man aufpassen, das steht hier nicht da, sondern das heißt nur, wenn ich diese Verschränkungskorrelation so benutze, als wäre ein Signal, dann gehen sie hops. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das heißt, ich kann diese Behauptung dieses Modells durchaus überprüfen, und das werden wir das nächste Mal sehen, indem ich genau danach teste. Ich kann genau ausprobieren, wenn ich diese Verschränkungszusammenhänge benutze, um damit potenziell ein Signal zu übertragen, dann verschwindet die Verschränkung und die verschwindet nicht einfach nur so, sondern die verschwindet auf eine ganz bestimmte gesetzmäßige Art. Ja? Und das wird uns das nächste Mal beschäftigen. Das ist der sogenannte Decline-Effekt. Und da kann man das Modell direkt testen. Und das sieht nicht schlecht aus. Okay, aber jetzt gibt es noch den dritten Hauptsatz. Den musste ich hinzufügen, weil eben immer das Argument kam, ja, Verschränkung ist doch was total Instabiles, kann man doch nur bei ganz kleinen Teilchen nachweisen. Und ja, und überhaupt, das ist doch kein gutes Modell. Das ist auch nicht richtig. Verschränkung ist keineswegs was Instabiles. Ist nur dann instabil, wenn der zweite Hauptsatz zur Anwendung kommt. Also der dritte Hauptsatz heißt deswegen, makroskopische Verschränkungskorrelationen sind ökologisch stabil. Was das heißt, werde ich noch genauer sagen. Und werden nur durch das NT-Axiom, also den zweiten Hauptsatz, der heißt NT-Axiom, beschränkt. Sie bilden sich durch kausale Prozesse, die sie wiederum selbst stabilisieren. Potenziell kausale Zusammenhänge verstärken die Verschränkung. Das ist ein wichtiger Punkt und das wird uns noch weiter beschäftigen, dass wenn ich kausale Prozesse in meinem System habe, dann fällt die Verschränkung fällt ja nicht vom Himmel. Das ist ja kein Himmelsgesetz, sondern die kausalen Prozesse, die erzeugen die Verschränkung. Das können Sie beim Wasserstoffatom beobachten. Das Wasserstoffatom hat zwei kausale Komponenten. Das eine ist die Anziehung des Elektron durch das Proton. Ja, und das andere, hat man geglaubt, ist die Zentrifugalkraft, in dem das Elektron da draußen rumsaust, wie so ein kleiner Planet um die Sonne. Aber es stellt sich sofort heraus, das ist nicht stabil. Das fällt sofort da rein. Warum? Weil eine bewegte Ladung Strahlung aussendet. Das weiß man seit Faraday. Und deswegen wäre das nie stabil. Jetzt wollen wir da nicht in die Details gehen, aber die Quantenphysik sagt jetzt genau aus,
dass die Wellenfunktion, so heißt es, des Elektrons, genau so gestaltet ist, dass sie im Prinzip Verschränkung beinhaltet. Diese Verschränkung wird natürlich durch diese kausalen Zusammenhänge erzeugt. Die ist nicht von Anfang an da. Ja? Und deswegen ist es so, dass die Verschränkung die kausalen Prozesse stabilisiert, es wird nicht zerstrahlt. Und die kausalen Prozesse erzeugen die Verschränkung. Das ist deswegen wichtig, aber da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Und damit höre ich dann auch auf, weil sich nämlich herausgestellt hat, und dann möchte ich jetzt Hermann Haken erwähnen in Stuttgart, der dieses dicke Wälzer über Synergetik geschrieben hat, der hat gezeigt, dass die meisten klassischen Systeme, also wo Quantenphysik keine Rolle spielt, dass die meisten klassischen Systeme, wenn sie einigermaßen komplex sind, nicht stabil sind, sondern chaotisch werden. Also in der Physik lernt man immer sehr schön, ja, die mathematische Beschreibung von einem Pendel. Ja, das macht man so in den ersten Semestern, da schreibt man die Differentialgleichungen, die muss man lösen und dann kommt eben so eine Sinusschwingung raus. Ja? Und alles gut, alles schön und jeder denkt, jetzt habe ich es im Kasten. Mache ich aus dem Pendel ein Doppelpendel, indem ich einfach nochmal ein Gelenk einbaue, dann wird das Ding gleich chaotisch und dann ist aus mit Beschreiben. Dann wird das Ding nach ganz kurzer Zeit chaotisch, sind die Beispiele, die Hermann Haken vorführt, wie chaotische Systeme existieren. Die meisten klassischen mechanischen Systeme, die nur genügend komplex sind und nicht, wie ich ja schon sagte, den Einschränkungen der Präparation des Experimentators unterliegen, die verhalten sich chaotisch. Aber die Natur funktioniert trotzdem so gut, das ist meine These, weil die Verschränkung immer dafür sorgt, dass der Weg in das Chaos sozusagen, naja, abgedämmt wird. Und da gibt es tatsächlich, das gibt es also Quanten, Chaos-Theorien, die zeigen, das ist sehr interessant, das war aber schon in den 80er Jahren bekannt, dass Systeme, wenn sie quantenmechanisch sind, stabil werden, aber es gibt auch Quantenchaos, aber die sehen dann wieder anders aus. Also man sieht, man braucht immer beides, man braucht die Verschränkungszusammenhänge, um die Natur zu stabilisieren und man braucht die kausalen Vorgänge, um überhaupt einen Prozess zu kriegen und das steckt in diesem dritten Hauptsatz. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. War jetzt fast eine Punktlandung.